sagen, dass die Geburtstagsfeier des Sonnenschirms dann in den freien Teil übergeht. Ja, das ist alles nicht so einfach, weil wir haben viel geübt und so. Frei nach einem Spruch von Joni Mitchell. We can only look where we came, but know wohin we go. Und jetzt der Sound eines Zweitakters. Duotakt. Auch mal schön ruhig, ne? Der Scheibenwischer schmiert Geziefer übers Glas. Die Kofferklappe schlägt. Die Plüschratte nickt im Fond. Nach 4 Kilometern ist der 311er auf 80. Es ist gegen 7. Punkt Sandmännchen. Gleich kommt. Gleich kommt. Heute mit Irmgard Dürr. Wünsch dir was. Dresden klotsche auf die Piste ab, 2 Spauzen rechts rum, unten durch die Brücke Richtung Naufwärts, es regnet. Der Wischer hakt aus. Bannfahren, Freihufen, Bannhilfe, Container geschlossen. Typisch. Wo man wenigstens mal in der Schöpfung als Kohlgarde gibt. Kanzlerpaste. Oh Scheiße, du, mein Forum-Check ist weg. Ah. Gestern in der Kreisleitung hattest du aber noch, du. Erinnere mich nicht daran. Also zur Strafe gibst du jetzt ein Aus. Na gut, mir dann ein. Rühreier mit Schinken, ne? Drinnen 2 rumänische Fernfahrer. Die Kalten machen selbe Grabchen. Hey, wir treten uns Rühner selber, ja, ja? Auf Mittelwelle, DT64, singen Dagmar Frederik und Siegfried Uhlenbrock ihr neues Solidaritätslied für den Frieden der Welt. Angelszene an die Wischer, Handbetrieb. 9 Uhr durch, Kreuz Schönefeld. Bullenkontrolle. Nein. Wir wollen nicht zu dem Jugendfestival. Ja. Ja. Und der Ausweis dabei. Der Beamte runzelt, der kleine Gerdi hat einen BM12. Professorischen Meldeschein. 1. Mai an die Tribüne gepinkelt. Aber wir dürfen trotzdem ungerupft weiter. Auf den Schreck in Rangsdorf ran, wie der Hasen über die Piste zum Imbiss. Spitzenmäßige Gummiadler, ha? Ja, du, die Haut steht ganz von alleine, ha? Peter will Tomatenmark holen, da knallt die Jalousie runter. Bratschluss! Ab 2 Strebitz. Na? Kronne aus. Nützt da nicht. Wischendorf, bisschen Schlauch reinhalten, 33er Gemisch. Mal zur Raststätte gucken. Ja. Ach du Scheiße, wieder alles voll Bundis, die uns Zwangs- und Tausch verballern. Mal rüber zur Raststätte gucken. Da waren wir schon. Ach so, dann wollte ich dir ja was sagen. Weißt du warst doch gerade wieder am Kiosk, hast schon wieder gelunzt hier noch. Ja, ich weiß nicht, was ich dir sagen wollte, dass sie nämlich dort Karo haben. Echt? Ja. Wir wissen
mich verarschen, ne? Nee, die hassen wir. Das ist zum Kotzen, ne? Die haben alles hier. Die können es so saubern. Ja, hier ist ja nicht Suhl, ne? Na logisch, dass hier nicht Suhl. Wieso kommst du denn da rein? Suhl, sozialistisch unterentwickeltes Hinterland. Na ja, auf mit deinen blöden Witzen. Komm, wir machen jetzt in eine die Raststätte noch in der Hirtensuppe einhürzen. Ja, also Peter bestellt. Peter bestellt Tomatenmark und kriegt Pfeffer und Salz dazu. Vor allem Tomatenmark. Ja. Naja, jedenfalls, irgendwann hält uns die Bedienung vor Westler und dann riecht sie den Braten und schwenkt auf normal Nülltun um. Nehmen Sie Ihre Hufe aus dem Gang, Sie sind ja nicht daheim. Abzweig Magdeburg Richtung Süden. Der Dreihelfer hüpft über die Asphaltnasen. Die Bämmen glatt wie Kinderarsch. Vorsicht, Heinz! Ich spasse schon auf. Heinz! Geht der Wischer wieder. Selbstreparaturtest. Sauber! Heute klemmt der Zigarettenhans hin, ne? Feiner als Hölzer. Hinterm 80-Schild von Niemek wird wieder gestoppt. Hinterm Zahnnetz. Aber oh, wir wissen Bescheid. Vor uns wurde Passat abgezockt. Der Metroba-Freisitz ist schon dicht. Keine Grille da, keine Hölzer. Die Lungen pfeifen, der Ascher klappert, die Blüschratte nickt. Aber auf DT64 spielen Uwe Schikora und Hans-Jürgen Bayer ihr neues Soli-Lied für ein Gelatinis. Plaste und Elaste aus Schkopau. Mit 110 über die Bomberpiste bis Bitterfeld, dann fallen mir in Köckern ein. Die immer von hinten durch die Klos. Dürfen wir noch einen Stuhl ranstellen? Nein! Fein. Essen oder was? Tata. Grauer Eiersalat. Soljanka mit Haut. Naja, was soll's. Steude zur Kreuz. Ey, du, ich glaube, der Nachschall, der fahrt den Schlag weg. Die Halogener mogen auch. Aber in Köckern gab's Hölzer und alle lassen Dampf ab. Hey, Sommerbefehl, aber Scheibe runter! Auf deine Verantwortung, Alter. Die Kurbel bricht ab. Alter, es zieht wie Mütze. Das merke ich auch. Osterfeld ranfahren, aufwärmen, Brühe mit Ei und Leberwurstbrot. Unterm Ladentisch kriechen mir sogar 3 Rohre Erlauer Burgunder. Können Sie gleich aufmachen. Hinter Eisenbärsche fiesches Geschlingern. 2 Westler müssen voll auf die Klötzer. Und hier ist Transitstrecke, ne? Halteverbot.
Ich glaube, ich reiz so eine Hitler bei mir entschärft, Alter. Da müssen wir erst einmal sehen, was hier los ist. Binnen 10 Minuten 3 Bullentaxen. Was halten wir denn hier? Den kriegst du, dass sie weiterkommen. Der Wagenheber verschwindet im Schweller. Drei Mann springen aufs Radkreuz. Bist du nicht willig? Rad ab, Rad an, Rad an, Rad ab. Alles total versifft. Hermsdorf ran, Hände waschen. Früh um 2 Schlange vom Klo im Keller. Die Abortmamsel wischt gerade. Da wir schon mal da sind, 50 Euro Steak mit Krautsalat und 3 Club Cola. Aber rauchen nur draußen und Geschirr abräumen. Wir sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Aber auf DT64 singt Dean Reed sein niegelnagelneues Solidaritätslied für Louis Corbana. Halb 3 Gerard Bärchen unter. Der Hauptbremszylinder macht den Arsch hoch. Bisschen Isolierband rum geht so, Alter. Meinst du? Ja. Wir gehen mit Bremsflüssigkeit dabei, ja. Besser ist das mit Isolierband. Ich schenke gleich wieder das schwarze Arm, ja. Es klebt so. Am Finger. Winkelpause von Merane. Die Club Cola muss wieder raus. Du, ich glaube, die Lenkradschaltung stimmt. Anfahren im dritten. Alle müssen anschieben und reinspringen. Da war es nur noch 4. Abzweig Karl-Marx-Stadt. Frankenberg. Einigen die einspurige Brücke. Hab 2 Genossen. Die Kofferklappe fliegt weg. Alter, ich glaub, der Kühler tropft. Ich hab auch schon ganz nasse Füße. Alter, müssen wir noch einmal einen Wilsdruf ran, ein bisschen kühler dicht holen. Geil! Heute ist wieder Muckertreff im Fernfahrerabteil. Ja genau, früh um 4 heute hier die ganze Belehrung, ne? Als hätten sie nichts zu tun. Ja. Reform, Engerling, Jürgen Kehrt, Lift kommt gerade vom Aschberg, Sternmeisen kommt gerade vom Fichtelberg, Bärlug kommt vom Bärleberg und Jens vom Wollberg. Lakomi und die kleine Manns auf dem Kommodenlack. Lucky Lack. Also da hier gibt's fast alles, du. Ja, das also, ist nicht Suhl hier, ne? Das ist überhaupt gar nicht Suhl. Guck nur, Kali. Kaffee-Likör. Kiwi. Kirsch-Whisky-Likör. Fettwi. Pfefferminz-Likör. Soli. Soljanka-Likör. In der Ecke sitzt Stefan Treppt und lässt ein ganzes Rohr melden. Die kommen rein. Tritt ein in den Darm. Karat kriegt eine Extrawurst gebraten. Weil ihm der Ratsherrn Whisky nicht schmeckt, schließt der Objektleiter extra noch einmal als Delikatware auf. Andreas Holm will einen ausgeben.
Ach nee, ach lass mal. Komm, nee, komm mal, Konsens schmecken. Von dir nicht, nee, das muss irgendwie nicht sein. Michael Hansen tröstet ihn. Seine Nancys kriechen im Marschbefehl und schlüpfen mit der Putis Parteigruppe ins Dunkel. Da geht die Tür auf und die Freudenbärsch kommt rein und alles brüllt. Ausziehen! In der Ecke sitzt Thomas Naczynski und übt mit der Veronika Fischer ihr niegelnagelneues Solidaritätslied für Ernesto Carlyle. Dresdner Bärchen unter. Kopfdichtung, hä? Also, da kann ich da auch nicht machen, aber, hä? Das Goldstaub. Gott sei Dank, nun der Rolter von alleine, hä? Und wie mir die Möhre gerade so gemütlich am Dresdner Hauptbahnhof vorbeischieben, ist es 19.89 Uhr. Und die Sonderzüge aus der Prager Botschaft kommen. Reihenweise nasse Sachsen in Genschmen-T-Shirts, die unter dem Wasserwerfer duschen. Oh, Wasser, das ist doch die Gelegenheit, so dreckig kriegen wir die Kiste im Repwerk eh nicht abgenommen. Da fliegt so ein Gummiknüppel aus so einem Bullensack und zerwamst uns die Frontscheibe. Scheiße. Wie wir uns umdrehen, klaut uns einer der Rückbank zum Barrikade bauen. Ey, das ist kein Barrikade, das ist ein 311er Wackbusch. Ein aufgebrachter Demonstrant. Was macht er? Klaut uns das Getriebe und streut Sand. Nein. Wir ergeben uns. Überredet. Es gelingt noch im Tumult, die Plüschratte zu retten. Da fliegen auch schon Pflastersteine und Winkelemente aufs Dach. Freibier wird ausgeschenkt. Bildzeitungen werden verteilt. Oh ja. Und Heino-Musiker klingt. Fahr, fahr.